Kaum sind die Ferien vorbei, sind die angestellten Lehrer wieder auf der Straße. 2 Tage dauert der Ausstand diesmal. Unter den Streikenden ist auch Reinhard Wagner von der August-Sander-Schule in Friedrichshain. Hier geht am Vormittag gar nichts mehr. Die streikenden Lehrer können nicht verstehen, dass sich der Finanzsenator nicht mit ihnen auseinandersetzt. Das Arbeitsgericht hat zum einen gesagt, der Senator ist Tarifpartner. Er kann nicht beliebig darüber befinden, ob er Tarifpartner ist oder nicht. Die Satzung der Tarifgemeinschaft der Länder lässt es durchaus zu, dass eine spezielle Regelung in Berlin getroffen wird. Erst im Januar ist Berlin in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückgekehrt und hat damit eine langjährige Forderung der Gewerkschaften erfüllt. Ein Tarifabschluss gab es dann im Frühjahr. Seitdem laufen die Auseinandersetzungen zwischen Senat und Gewerkschaft. Ja, das Land Berlin ist der festen Überzeugung, dass nach der Rückkehr des Landes Berlin in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder Regelungen über tarifliche Eingruppierungen beispielsweise auf jeden Fall auf der Ebene der Tarifgemeinschaft deutscher Länder mit den Gewerkschaften auf Bundesebene getroffen werden müssen. Das sieht die Gewerkschaft anders. Sie fordert weiterhin Verhandlungen über eine Angleichung der Bezahlung der angestellten Lehrer an die der verbeamteten Kollegen. In diesem Sommer wurden 1.400 neue Lehrkräfte eingestellt. Auch diese sind in diesem tariflosen Zustand sozusagen. Mittlerweile sind wir über 9.000 und wir wollen und wir fordern den Finanzsenator auf. Nimm uns ernst, nehmen Sie die Tarifforderung ernst. Wir wollen an den Verhandlungstisch. Doch die Streikenden scheinen auf Granit zu beißen. Der Standpunkt des Senats bleibt eindeutig. Wir verschließen uns nicht einer Regelung, was die Eingruppierung anlangt, aber es gilt unverändert. Eine solche Regelung muss auf Ebene der Tarifgemeinschaft deutscher Länder mit den Gewerkschaften auf Bundesebene gefunden werden. Es steht den Schülern der Hauptstadt also noch der ein oder andere Unterrichtsausfall bevor. Denn von einer Annäherung sind die Gewerkschaft und der Senat offensichtlich noch weit entfernt.